Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Degusta-Box gekommen. Das ist eine Fressbox. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu gucken, was da drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, denn du wirst garantiert Hunger kriegen. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box kommt einmal im Monat, immer so zum Ende des Monats und beinhaltet halt Foodprodukte, das heißt Essen und Trinken. Und du kannst auswählen, ob du die alkoholische Variante haben möchtest oder die alkoholfreie. Alles in dem Bestellprozess. Den Link dazu setze ich dir mal unten in die Infobox. Da kannst du dir die Degusta-Box nämlich bestellen und ich habe auch einen Rabattcode für dich. Genau. Und mir wird die Degusta-Box kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich die mit dir zusammen testen kann. Und ich kann auch eine Degusta-Box in diesem Video verlosen. Also mach gerne mit, wenn du möchtest. Alles dazu Notwendige steht unten in der Infobox drin. So. Ach so, und die Degusta-Box kostet ca. 14,99 € oder so, glaube ich, monatlich ist das. Genau, so. So sieht das aus, wenn man die Degusta-Box öffnet. Also wenn man den Karton öffnet, da hast du quasi ein Papier drin und ein Klebi, da steht drauf, öffnen, freuen, genießen und teilen. Dann hat man auch immer so einen Flyer mit dabei, wo die ganzen Produkte draufstehen mit den Preisen, die ich dir auch immer reinschreibe. Und hinten drauf ist dann auch manchmal ein Rezept, manchmal eigentlich immer. Also hier ist das Rezept drauf, was man mit Produkten aus der Box machen könnte, so. Und das ist ja die Mai-Box. Hat sie ein Motto? Ich glaube nicht. Kein Motto. Ein Flyer von, oh je, Tabasco. Was hat geknackt? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat hier geknackt, Hilfe. Ja, ich glaube, hier ist Tabasco mit drin. Oh oh, Tabasco ist scharf, Leute. Wir gucken einfach mal. Ja. Als erstes haben wir hier Flipse. Das sind Donuts. Guck mal, aber mit Erdnuss, geil. Von Funny Frisch und das ist neu. Oh ja, Donuts. Dann sind das so Ringe, da kann man Spaß mit haben, ne? Riechen nach Flips. Also ganz normal, wie man die so kennt, ne? Genau, so sehen die aus. Das sind halt einfach Kreise und nicht nur die Würmchen. Meine Mama hat immer Würmchen zu Flips gesagt. Oder sagt sie immer noch. Das ist mit Karamellgeschmack. Wie lecker ist das denn? Mega lecker. Boah. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Die solltet ihr euch mal angucken. Mmh. Süß und salzig ist ja voll meins, wobei da eher die Süße rauskommt als das Salzige. Aber ich find's lecker. Ich mag's richtig gerne. Süße Flips quasi. Ein Veggie Crunch. Quality Snacks Cashew Caramel Crunch. Knusprig geröstete und karamellisierte Cashewkerne. Oh. Boah. Das gucken wir uns doch mal an. Ohne chemische Zusätze, ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromastoffe. Guck mal, das sind so... erinnert mich so ein bisschen an türkisches Nougat zum Beispiel. Ne? Das sind die ja auch immer in so Blöcken. Gucken wir mal. Ich finde es lecker. Den Karamell hast du jetzt aber überall zwischen den Zähnen sitzen. Und es ist wieder verschließbar. Das ist auch sehr praktisch, weil du isst ja sowas nicht mal eben so auf, weil das sind halt wirklich einige von diesen Würfeln hier drin. Das finde ich aber echt lecker. Boah, süß und nussrig. Nussig. Das gefällt mir gut. Okay, du hast halt hier auch manchmal Sachen drin, wo du nicht direkt weißt, was es ist. Zum Beispiel Lebe pur, Energy, Superfood, ohne Zusatzstoffe, Zutat für Smoothies, Müslis oder Shakes, vegan und Paleo und Bio. Dieser Beutel enthält eine schon getrocknete und fein gemahlene Bio-Pflanzenmischung, die sich ideal als Zutat für Smoothies, Müslis oder Shakes eignet. Schon eine geringe Menge genügt, um die Speise schnell und einfach aufzuwerten. Ach, guck mal, dann nimmst du was von diesem Pulver und machst das mit so einem Müsli. Das finde ich interessant. Das wird morgen auf jeden Fall mal getestet auf der Arbeit. Und da ist drin 75% Matcha-Pulver, 20% grünes Kaffeepulver, 5% Guarana-Pulver und das ist alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Okay, Rohkostqualität. Bin gespannt. Von 7 Days hatten wir schon öfters was drin. Das ist jetzt hier von 7 Days Mini-Biscuits in Milchschokolade getunkt. Ach, guck mal, die sehen ja hübsch aus. 7 steht da überall drauf. Wegen 7 Days, ja klar, das macht Sinn. Okay, dann machen wir das mal auf.
Übrigens mega geil, dass man jetzt endlich wieder richtig viel drin hat, was man probieren kann, oder? Mega. Okay, ein paar Kekse an der Seite sind schon kaputt gegangen, aber das ist nicht häufig, sage ich mal, dass irgendwas in der Packung kaputt geht. Das ist nicht so viel. So, und dann hast du da in der Mitte ein Klecks Schokolade, unten drunter Schokolade, und dann probiere ich das mal. Mega lecker. Mhm. Der Keks schmeckt richtig schön. Das ist alles sehr, sehr süß. Und dann hast du die Milchschokolade da drin. Also, ich finde es lecker. Ich werde es morgen mit zur Arbeit nehmen und dann wird es aufgegessen. Ich kenne doch meine Kolleginnen. Und mich selber auch. Praktisch bei der Degusta-Box ist auch immer, dass sie so ein Inlay da drin haben, damit halt die ganzen Sachen so geschützt wie möglich sind. Von Vöslauer, Orange, ohne Kalorien. Das hält auch die liebe Franka immer in die Kamera und da freut sie sich immer drüber und holt sich das immer bei DM. Jetzt habe ich auch mal einen Vöslauer hier, dann probieren wir das mal. Ohne Kalorien, ohne Zucker, ohne Süßstoffe, mit Orangengeschmack. Mhm. Uff. Und mit Kohlensäure offensichtlich auch. Prost. Das schmeckt ganz dezent nach Orange. Das ist total gut. Das ist sehr erfrischend. Also wirklich, wirklich praktisch, denn es ist aktuell auch relativ warm. Es sind so um die 20 Grad hier und da passt das richtig gut. Oh. Sehr lecker, das wird heute auch noch aufgetrunken. Boah, wie viel ist denn da drin? Ein Liter. Ja, das schaffe ich. Dann habe ich hier von Eden mit My Veggie Paradise ein Bio Soup Quickie. Tomate, Mascarpone und Rucola. Oh, sowas ist was super, super Praktisches. Ich habe so eine Schublade auf der Arbeit, da habe ich Süßigkeiten drin, da habe ich sowas drin. Läuft, ne? Und da kommt es auf jeden Fall rein. Das ist cool. Hot and cold. Eine Trinksuppe, die du heiß und kalt trinken kannst. Mensch, so. Das ist super. Shake die Trinksuppe. Ein Teller Suppe. Richtig praktisch. Und die verwenden auch nur natürliche Zutaten. Und hier steht Bio drauf und vegetarisch und hasse nicht gesehen und Öko und EU-Landwirtschaft. Und ne, scheint ein gutes Produkt zu sein. Da freue ich mich drüber. Richtig gut. Schönes Mittagessen. Miracoli Presto. Sonnengetrocknete Tomaten. Das wohl ist. Das sind Tomaten, Zwiebeln, Sonnenblumenöl. Ach, das kannst du wahrscheinlich einfach als ganz normal, so als auf, drauf, lecker. Ja, wahrscheinlich einfach so über Nudeln. Das ist dann auch mal so ein Quickie-Gericht. Auch praktisch. Geeignet für Veganer, als leichtere Alternative zu einem Pesto. Weniger als 30% Fett im Vergleich zu anderem Standard-Pesto. Ohne künstliche Konservierungs-, Farb- und Aromastoffe. Cool. Das ist auch praktisch. Sowas ist was für schnell mal abends essen. Vielleicht koche ich gleich noch ein paar Nudeln. Dann freut mein Freund sich. Das ist praktisch. Cool. Presto. Ja, das ist mal was, ne? Oh ja. Würstchen. Von Hudeck oder Haudeck. Heiß geräucherte Salami-Spezialität Cabanos Stangerl. Die Körnige. Das sieht doch schon mal sehr schön rustikal aus und sowas mag ich ja, ne? Eine Wurst ist für mich, eine für meinen Freund. Und da scheint, ich weiß nicht, ist da Möhre mit drin? Da ist eine Möhre abgebildet. Wahrscheinlich sind da auch Möhrenstückchen drin. Oh, die riecht schon mal richtig gut, ne? Wie so eine teure Zigarre hält sie sich das Ding unter die Nase. Ja, die sieht auch schon sehr dunkel und sehr schön geräuchert aus. Mhm. Und da sind Möhrenstückchen drin. Die schmeckt gut. Sehr mild. Die mag ich. Gefertigt in Bayern. Auch das ist cool, ne? Ja, das ist lecker. Das ist herzhaft. Java House Cold Brew Coffee. Authentic Cold Brew Coffee. Vanilla Black. The Taste of Authenticity. Nom. Also diese kalten Kaffeedinger trinke ich sehr selten, weil ich die nicht so gerne mag. Mein Freund liebt die. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal probieren. Meistens muss man die vorher echt mal schütteln. Ja, wir haben es 18:30 Uhr, da kann man sich auch mal einen Kaffee hinterknallen, oder? Ist vollkommen in Ordnung. Mit Vanille. Oh, er riecht echt nach Vanille. Aber der scheint auch wirklich so ein, dunkel zu sein. Also jetzt nicht irgendwie mit Milch oder sowas, sondern halt dunkler Kaffee mit Vanillegeschmack. Wir probieren. Mir schmeckt der nicht so gut. Das ist nämlich wirklich wie schwarzer Kaffee und dann einfach ein bisschen Vanillegeschmack mit drin.
Das ist nicht meins. Ich trinke meinen Kaffee nämlich immer mit relativ, ja, mit einem Löffel Zucker und mit ordentlich Milch, ne? Das heißt, der ist mir dann echt schon so ein bisschen zu herb. Das ist nicht meins. Nein. Mag ich nicht so gerne. Vielleicht mag mein Freund das. Bon Maman Mirabelle Intense. Oh ja. Aber die mache ich jetzt nicht auf, weil ich habe, glaube ich, zwei Marmeladen aktuell offen. Extra fruchtig, weniger süß. Das ist eine Marmelade. Und die sieht echt schön aus, ne? Bon Maman ist, glaube ich, auch eine richtig schöne Marke. Und die ist mit Mirabellen. Mirabelle habe ich auch noch gar nicht so probiert, ne? Ach, wisst ihr was? Oh, Mensch. Das will ich jetzt probieren. So sieht die aus. Ich habe keinen Löffel hier. Ich gehe jetzt auch nicht mit der Wurst da rein. Ich gehe mit dem Finger rein. Ich habe eben ja die Hände gewaschen. Und da sind richtig große Mirabellen-Stückchen drin. Ne? Das muss man mögen. Also ich mag Stückchen in Marmelade. Ich finde das sehr authentisch, sehr... Nicht authentisch, das... Nee, sehr rustikal. Das mag ich gerne. Das ist lecker. Mhm. Und auch nicht zu süß. Das ist auch cool. Das schmeckt echt schön fruchtig. Lecker. Ja, die wird demnächst mal vernichtet. Yum. Oh, ich habe keinen Öffner hier. So. Oh. Oh. So. Mit Mango. Hätte ich auch vorher mal lesen können, ne? Naturtrüb. Ich mag ja gerne Fassbrause, aber das ist jetzt mal Oettinger Fassbrause. Das finde ich auch ganz interessant. Ich kenne ja Veltins Fassbrause und Krombachers Fassbrause, aber Oettinger habe ich bislang jetzt nicht so getrunken. Naturtrüb und alkoholfrei. Ja, Prost. Hm. Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt richtig gut. Hm. Lecker. Das schmeckt richtig, richtig lecker nach Mango. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hm. Vielleicht gibt es das auch am Samstag auf meinem Geburtstag, wenn ich das jetzt so trinke. Mag ich echt. Hm. Lecker. Schaut euch das mal an. Das ist echt sehr erfrischend. Und wenn das auch noch gekühlt ist, was es jetzt ja gerade nicht ist, es ist wahrscheinlich noch besser, ne? So sieht das übrigens von Namen aus. Habe ich noch gar nicht gezeigt, glaube ich, ne? Asche auf mein Haupt. Mega geil. Hm. Doch, doch. Gefällt mir. Und dann hatte ich ja auch jetzt hier noch was mit drin. Tabasco tatsächlich. Ich habe noch nie Tabasco zu Hause gehabt. Das werde ich jetzt auch nicht probieren. Das kommt natürlich irgendwo drüber, wo es zugehört. Ich habe nicht so viel Scharfes, was ich zu mir nehme. Aber das kann man vielleicht mal in eine Tomatensoße so ein bisschen reinmachen. Chipotle Pepper Sauce. Brand Chipotle. Mhm. Hast du schon mal Tabasco gegessen, also irgendwo drüber gemacht oder so? Und hat es dir geschmeckt? Stimm mal gerne hier oben ab. Das würde mich interessieren. Hm. Bin ja immer sehr vorsichtig, was scharf angeht, ne? Ja. Aber sehr interessant, dass es mit drin ist. Und 3,7 Milliliter ist auf jeden Fall etwas, was man auch mal verwenden wird. Und last but not least habe ich hier von Tartex, auch das war schon mal in der Box mit drin, das ist ein Vegetarian Food Lover Haferbite, ein Schoko-Flapjack. So sieht es aus. Tartex, finde ich, schmeckt immer sehr natürlich. Wir machen ihn mal auf. So sieht der Flapjack aus. Ne? Mit Hafer. Ist dann wohl sehr sättigend. Mal gucken. Hm. Hm. Nicht ganz so meine Welt, weil es ist sehr, sehr körnig. Sehr körnig. Ja, kann man mal machen. Aber ob ich einen ganzen Riegel davon runterkriegen würde, weiß ich jetzt nicht. Ist wahrscheinlich ein relativ halbwegs gesundes Frühstück, aber nicht so ganz so meins. Ja, also im Großen und Ganzen hat mir die Box echt gut gefallen. Da waren schöne Produkte drin. Vor allem der Anfang hat mich mega geflasht. Ich fand diese Donuts auch richtig toll. Die werden gleich echt dermaßen vernichtet. Ja, eine gelungene Box. Hat mir lecker geschmeckt. Und ich blende euch hier mal den Gesamtwert ein. Ich tippe auf so ungefähr 25 Euro. Du hast ja auf jeden Fall einen Wert, der über dem liegt, was du bezahlt hast. Und das finde ich cool. Ja, ich weiß nicht, wie hat dir denn die Box gefallen? Da kannst du auch gerne mal hier oben abstimmen. Das würde mich echt interessieren. Denk an die Verlosung und
dann würde ich einfach mal so sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!